Was geht, Leute? Hi. Ihr erinnert euch ja sicherlich noch an dieses Drama, was Dena hier angerichtet hat mit dieser Mülltonne. Jetzt hat sich folgendes Problem ergeben. Die AWB, die Abfalsch. Kölner Müllabfuhr. Die Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe Müllabfuhr möchte leider Gottes den Kürbis in der Mülltonne nicht mitnehmen, weil die Tonne jetzt über x Kilo wiegt und dann reißen könnte. Jetzt ist das Ding, wir müssen halt unser Müll wegbringen. Ihr seht, wir haben hier gerade Umbauarbeit noch hinten im Büro. Das heißt, es häuft sich gerade der Müll an. Wir können halt nicht viel machen. Plus das ganze Haus, also die Mieter hier, können ihren Müll auch nicht entsorgen. Jetzt haben wir uns überlegt, was machen wir? Wir könnten natürlich jetzt jemanden beauftragen, der das sondermüllmäßig wegfährt. Ich habe heute Morgen übrigens auch meine Jacke zur Reinigung gegeben, weil die natürlich auch komplett versaut ist. Volker muss sich neue Schuhe kaufen. Mega lustig gewesen. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Jetzt habe ich gerade aber mal nachgedacht, und Dena ist gerade mit Kati in Lappland und seinem Kameramann. 25 Mate, aka bezeichneterweise seine Firma, hat aber geöffnet. Jetzt ist es ja eigentlich nur fair, dass wir das irgendwie wieder zurückbringen. Dachte ich, rufe mal ganz kurz an und sage, dass wir noch eine Lieferung an Merchandise haben, die wir da jetzt tatsächlich abgeben müssen. Ich denke mal, dass die sich darüber freuen werden. Ich kläre mal ganz kurz, ob da überhaupt einer ist. Sonst müsst ihr es einfach leider Gottes in den Innenhof kippen vor die Haustür. Also quasi ähnlich wie Dena das hier bei uns hinten gemacht hat. Ich weiß, das mag jetzt drastisch klingen, aber wir wollen halt einfach unseren Müll wegbringen. Ne? Und hier wohnen ja noch andere Leute im Haus und dementsprechend ist das leider Gottes nicht anders möglich. Wir müssen unseren Müll irgendwie loswerden und ja, deshalb ist das, glaube ich, der einzige Weg, den wir haben. Die haben jetzt hier nur eine Mobilfunknummer hinterlegt. Okay, ich rufe trotzdem mal an, mal gucken, wer da dran geht. Perfekt. Perfekter Kundenservice an der Stelle bei 25 Mate. Gut, ich würde sagen, wir fahren es einfach mal hin, wir nehmen uns jetzt den Transporter, packen die Mülltonne da hinten rein und wenn keiner da ist, ja, dann klauen wir entweder deren Mülltonne und lassen unsere da stehen, wenn das gleichartige Mülltonnen sind, oder wir kippen es halt einfach aus im Innenhof und wenn in 10 Tagen jemand zurückkommt, dann müssen wir es halt wegmachen, weil, also es ist ja nicht mein Kürbis, ne? Ich würde sagen, wir nehmen so eine Plane mit oder so. Na, passt das schon. Ich würde sagen, wir machen uns einfach mal auf, weil muss ja weg, ne, Volkan? Muss ja weg. Die Leute stellen einfach ihren Müll neben die Tonne, weil die Tonne komplett voll mit dem Okay, also, diese Tonne war überschwer. Ich weiß nicht, wie wir die ins Auto reinbekommen wollen. Ich kann ein bisschen helfen, mit einem Finger so. Also ich habe gerade nochmal versucht, jemanden zu erreichen. Es müsste jemand vor Ort sein. Von beiden Seiten, was? Boah, Junge, der ist übertrieben schwer. Oh. Eins, zwei, drei. Kim nur so. Was? Ich habe Splitter im Finger. Oh, halt's Maul, mein Alter. Ja, ich will den Splitter nicht sehen. Lass mich jetzt, Mann. Ich will diese Kürbisse wegbekommen. Ja, ja. Bro, hol mal ein Seil. Ein Seil. Wo wird das so? Ein Seil einfach. Und alleine? Ja, gut, das bringt gar nichts. Wir haben halt. Nicht zum Festmachen? Nee. Die Jungs von Dena waren definitiv besser vorbereitet. Wie haben die das denn gemacht? Die saßen zu dritt hinten drin. Einer saß hinten drin? Nein, nein, die saßen nicht hinten drin. Weil das ist ja verboten. Volkan, wie läuft der Tag bis heute so? Ich stelle mal vor, das fällt um. Volkan, revive in this. Also, Volkan wird sich jetzt nicht hinten in den Transporter setzen und es nicht festhalten. Wir haben das jetzt fachmännisch hinten festgemacht. Ihr seht jetzt hier kurz ein Anweisungsvideo, wie man Spanngurte richtig befestigt. And then we just go ahead and crank it down tight. Genauso haben wir das auch gemacht. Volkan kommt einfach nur so mit. Nicht wundern, der sitzt nicht vorne, der fährt mit dem Taxi hinterher. Ich stelle alles in Rechnung, was schmutzig an mir wird. Hoffentlich kommt nicht die Polizei, Alter. Da bin ich richtig gefickt, wenn ich so einen Mann mit einer Mülltonne mit einem Kürbis hinten drin habe. Wir haben jetzt Volkan, da hinten sind ja auch noch Sitze drin. Hör mal auf jetzt, Mann! Dass ich so eine Sch*** machen muss, Alter. Dass ich jetzt in dieser Situation bin. Ich entschuldige mich wirklich bei allen Zuschauern hier gerade. Das ist unglaublich unprofessionell und wahnsinnig, wahnsinnig gefährlich, was wir tun. Aber A, möchte ich diese Tonne nicht umfallen und zerstören lassen. Da ist ja auch gar keiner hinten drin. Ja eben, ich weiß auch nicht, was du da. Die Tonne ist einfach festgemacht, Punkt. Okay, wir sind hier. Können wir mal schauen, was für Mülltonnen wir hier haben. Entweder wir machen einen schnellen und ziehen einfach die Mülltonnen ab oder wir kippen das jetzt hier einfach raus. Hier rechts das Büro. Gut. Ja, ich denke mal, die werden sich hier auf jeden Fall freuen. Herr Volker kommt jetzt auch jeden Moment im Taxi an und dann schauen wir mal. Ah, cool, dass du mit Taxis gekommen bist. Danke, Mann. Da drin wissen jetzt schon einige Leute. Ja, braucht gar nicht so dumm zu gucken. Euer Problem jetzt. Also das Ding ist, selbst wenn ich die Tür abschließe, ich kippe die Tonne einfach vor eurem Ding aus und das war's für mich. Es würde mich nicht interessieren, wenn er jetzt abschließt, ist vorbei, dann kippe ich es einfach vor seiner Tür aus. Oh, cool. Perfekt. Ach, ich habe angefasst. Ja, sehr gut. So, hi. Hi. Schau mal, wir haben was für euch. Das ist die Mülltonne.
mit dem Kürbis drin. Die ABB will das leider nicht abholen. Wir brauchen halt unseren Müll, weißt du, da drunter ist Kürbis. Wir haben das so ein bisschen abgedeckt, damit es nicht so stinkt. Ich kann euch anbieten, das hier einfach auszukippen. Felix ist gerade nicht da, ich weiß das. Du weißt, wann er wiederkommt, ne? Ja, ja, nächste Woche. Dann würde ich das einfach entweder bei ihm ins Büro tun jetzt. Das ist ja dann, glaube ich, okay. Wir können das ja auch hier rein einfach machen, glaube ich, und dann abdecken. Das sollte passen, oder? Könnte sogar hinkommen. Das finde ich gut, ja, Mann. Halt jetzt irgendwie 2 oder 3 Tage cool, damit hier arbeiten, ja, weißt du? Mussten wir auch. Oder ihr gebt uns einfach eure Mülltonne mit und ihr behaltet die hier. Habt ihr eine gleiche Mülltonne wie die hier? Nein, wir haben hier den Gemeinschaftsmülltonne vom Haus vorhin. Die gehört natürlich uns. Ein Problem. Ja, dann müssen wir jetzt mal schauen, was wir damit machen, Mensch. Ne? Also, oh, das sind jetzt mehrere Tage. Felix Büro ist ja eh da hinten. Ne? Ehre, doppelt und dreifach genommen. Aber das Ding ist ja, da ja Felix Büro eh da hinten ist und das ihr hier vorne seid, kriegt ihr es ja gar nicht so sehr mit. Nee, ist ja nur eine Glasscheibe dazwischen. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Also, ja, dann guck jetzt. Okay, pass auf, wir bringen es mal kurz rein. Ja. Also es tut mir auch echt sau leid für euch, nur da ist er ja bestimmt nicht so begeistert, wie ich gerade gehört habe. Das ist halt nur irgendwie vom Planschbecken in, also von der Tonne ins Planschbecken bekommen. Tonne, ihr habt hier einen Schlauch, hier machen wir schnell sauber und sind wir raus. 10 Minuten Aktion, mega cool. Real Talk sind halt einfach 80 Kilogramm Schimmel. Ich weiß. Ich habe echt überlegt, das über hier rumzuwerfen, aber das mache ich nicht, das wäre glaube ich too much. Aber wie kriegen wir das jetzt da rein? Komm, wir gucken mal ganz kurz hier. Er hat ja auch echt ein schönes Büro, das kann man ja nicht sagen. Ne? Mhm. Der Teppich, ich weiß damals aus dem UFO, der war sauteuer. Der ist wirklich sauteuer. Das wäre halt echt eine Schande, wenn ich das jetzt auf dem Teppich verreiben würde, oder? Mache ich natürlich nicht, das ist too much. Aber ich würde sagen, wir können ihn ja schon mal hier so ein bisschen umschlagen. Dann packen wir das hier einfach aufs Planschbecken. Und dann sind wir eine Folie oder sowas dabei? Wahrscheinlich natürlich nicht, Alter. Ja, also wir gehen so einfach darum, dass wir schnell jetzt hier loswerden. Aber so human sind wir auch nicht. So wie wir, ne? Ich bin richtig angepisst, der ist so geil. Ich will nichts noch viel mehr kaputt machen, ne? Keine Ahnung, lass noch das Lager anzünden oder so. Ich hab sie. Ich hab die Muschel. Irgendwer hat gesagt, ich soll das machen. Unterstützt du das, Eli? Ja. Noch. Ich werde das jetzt einfach da reinkippen. Unge hat gesagt, ich soll das machen. Das Unge? Ja, du. Nee, ich nicht. Du hast gesagt, ich soll das nee, machen. Nee, ich, hallo, hier. Fake Unge. Immer draußen, noch. Ich hab's draußen gemacht. Also, okay. Es tut mir wirklich sau leid. Das Protokoll, ich hab Nein gesagt, das wurde trotzdem gemacht. So, jetzt bin ich raus. Die Rolle kenn ich. Ja. Die Rolle kennst du, ne? Ich hab das nicht gesehen. Das hab ich nicht. Hattet ihr schon Weihnachtsfeier? Ich glaube, die können wir halt abschmieren, wenn der wieder da ist. Es ist natürlich klar, Müllentsorgung ist in Deutschland eine Thematik, die ist wichtig. Wir hätten das jetzt auch einfach zum Wertstoffhof fahren können und gesagt, nee, das passt. Aber ganz ehrlich, Felix, vielleicht komme ich sogar diese Woche nochmal wieder, wenn ich weiß, dass du nicht hier bist. So, an der Stelle übrigens in meiner Videobeschreibung natürlich die neue Spielkind-Kollektion. Guck mal, die neue Spielkind-Kollektion. Überdope, oder? Willst du? Da ist ja wieder der Lushy Smell. Boah. Oh ne, da ist er wieder. Ja, der Rest können wir jetzt eigentlich umkippen, oder? Boah, da kommt richtig Gewürze mit raus. Ich sterbe. Boah, ist das eklig. Fehlt auch. Boah. Hört ihr das? Vielleicht wird jemand pissen. Das ist der Wasserfall des Sieges. Oh mein Gott! Okay, sagen wir. Hast du ein schlechtes Gewissen? Nö. Da sind wir durch, oder? Ich fühle mich gerade so ein bisschen Breaking Bad-mäßig. Kennt ihr das? Wenn so Walter White nach so einem Tatort einfach mit so einem Hochdruckreiniger. Ja. Auch sauber sein, also größtenteils ist halt eine Mülltonne, ne? Jungs, schön, dass ihr da seid, wirklich. Ja. Ich bin auch relativ sauber geblieben, super. Eine neue Spielkind-Kollektion geht das auch gut. Ich trage kein Spielkind. Braucht ihr die noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Gut, dann lege ich die mal hier ab. Das war so widerlich. Mm. Es riecht ein bisschen genauso, nach Schnaps. Genauso hat mein Büro auch gerochen. Mm. Boah, ich wünsche es wäre ein bisschen, damit das hier noch ein bisschen gärt. Felix, ist jetzt dein Problem wieder? Müllentsorgung, Mülltrennung ist wichtig. Das haben wir getan. Restmüll gehört zu Restmüll. In dem Fall haben wir das jetzt hier in deine Base gebracht. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt hier an der Stelle durch sind. Solltest du dich nochmal wagen, bei mir irgendwas dergleichen zu tun, werde ich doppelt so hart reagieren. Und das nächste Mal kannst du dir sicher sein, dass dieser Kürbis einfach hier auf deinen Teppich verrieben wird. Ich glaube, wir sind hier an der Stelle fertig. Ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub in Lappland, Alter. Ich hoffe, du siehst das hier. Mega. Es ist
Apfelschorle, ja, ne? Boah, das gärt auch mega geil. Kippen wir noch mit drüber, damit das noch ein bisschen mehr schimmelt. Vielleicht. Meinst du, die haben hier ein Ei, was man draufwerfen kann? Wir übertreiben es jetzt nicht, Leute. Wir sind durch. Wir sind durch, also. Deine Mitarbeiter tun mir leid, aber nicht nur wegen dem Kürbis hier im Raum, sondern generell. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss.